What's up, everybody on the internet? How you feeling? Hallo und herzlich willkommen zu Die Klappe 2020. Dieses Jahr natürlich ein bisschen anders, als es geplant war, denn wir sind wieder in Berlin. Also in der Zeitkapsel quasi wieder direkt zurück. Wir hätten in Berlin bleiben können. Ich habe gedacht, ich habe ein kleines Heimspiel. Falsch gedacht, macht aber überhaupt nichts. Denn der Deutsche Marketingverband war so nett und hat mir die Bahnfahrt nicht nur bezahlt, sondern mir gleich einen kompletten Waggon hingestellt. Ich bin mutterseelenallein hierher gefahren, habe mir eine schöne Dokumentation reingepfiffen, nochmal die eine oder andere Moderation gekritzelt und jetzt bin ich hier und sag Happy Birthday, die Klappe, denn die wird heute zum 40. Mal verliehen. Dementsprechend wird sie auch 40 Jahre alt, für diejenigen, die gut rechnen können. Sehr gut. Und ich bin auch 40, das heißt, es war vollkommen klar, dass ich ein weiteres Mal heute moderieren darf. Mein Name ist Sebastian Merget und letztes Jahr stand mein Name Kopf auf der Veranstaltung. Heute steht alles andere ein bisschen Kopf, insofern schließt sich auch hier der Kreis. Aber, weil alles ein bisschen anders ist dieses Jahr, haben sich die Macher und Macherinnen von der Klappe überlegt, ey, wie wäre es, wenn wir den 40. Geburtstag der Klappe für die Werbung zusammen mit dem 9. Geburtstag für die Klappe im Bereich PR zusammentun und einfach alles zusammen verleihen. Ich finde, das ist eine grandiose Idee, typisch Advertising, und dementsprechend wird heute richtig viel verloren wird hier gar nichts, es gibt nur Gewinner. Und wir fangen nachher an mit der PR-Klappe, das ist klar, und dann geht es später rüber zu die Klappe 2020 für Werbung. Wer oder was ist die Klappe? Das wissen wir alle, der wichtigste deutschsprachige Wettbewerb für richtig kommerzielle Filme aus Werbung und PR in der Dachregion. Und Fun Fact für euch, da können wir alle noch was lernen. Ich habe mich neulich nämlich gefragt, Dach, klar, steht für Deutschland, Österreich und Schweiz. D wie Deutschland, A wie Österreich und wie Schweiz. Nein, es ist tatsächlich das damit gemeint, was auf diesen alten ovalen Aufklebern stand, bevor das Euro-Nummernschild kam. Also Deutschland, D, Austria für A. Und Schweiz habe ich gegoogelt, habe es schon wieder vergessen. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und das lohnt sich, denn meine Alexa für den heutigen Abend heißt nicht Alexa, sie heißt Victoria, sieht übrigens deutlich auch besser aus als Alexa. Und die wird heute im Chat sozusagen sitzen und da könnt ihr fleißig reinschreiben und ich kann dann eure Fragen lesen beziehungsweise bekomme sie vorgelesen und kann hoffentlich auch die ein oder andere Antwort liefern. Denn was in Hamburg Laktoseintoleranz nennen. Das ist hier in Berlin die sogenannte intolerante Latenz. Soll heißen, die Übertragungsrate ist hier und da noch ein bisschen langsamer. Apropos Übertragungsrate, wir sind heute Abend natürlich mit ganz vielen Gewinnern und auch mit den Machern und mit Jurypräsidenten und mit Jurypräsidenten und mit Jurypräsidenten verbunden. Aber das Ganze läuft per Zoom. Zoom ist seit Corona der letzte Shit. Das ist ganz klar und im Prinzip ist Zoom nichts anderes als das, was früher in unseren Konferenzen so etwas wie ein Overhead-Projektor war oder ein Beamer. Es hat eh nie funktioniert. Irgendwann dann doch, wenn der richtige Stecker da war oder wenn der richtige Zugang geschaffen worden ist. Das Gleiche kann uns heute bei Zoom auch passieren. Wir hoffen das natürlich nicht, aber wir bitten, das Ganze zu entschuldigen. So. Ich räuspere mich jetzt nochmal und dann würde ich sagen, gehe ich direkt mal in den ersten Zoom-Call rein. Da wartet, wenn alles klar geht, nämlich auf der einen Seite Jörg Schultheiß. Er ist Partner bei Anthony, das ist klar. Aber vor allem ist er der Präsident dieser Veranstaltung für heute Abend im Bereich Werbung. Und ich habe dann noch den lieben Claudio Montanini und Hans-Jörg Furken, beide Jury von der Kategorie PR. Und euch sage ich jetzt mal einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's euch? Hi, super, danke. Wir müssen ein bisschen lauter machen, weil ich höre gar nichts von euch. Kleinen Moment mal. Ja, könnt ihr mich hören? Aber vor allem. Nee, also ich sehe euch, aber ich höre euch nicht. Ich müsste mal kurz in die Regie fragen, ob wir den Ton für euch ein bisschen lauter drehen können. Redet mal. Hallo, hallo, hallo. So, sehr gut. Passt. Wunderbar. Wie geht's euch? Ja, wunderbar, toll. Ich bin begeistert von dieser Technik in diesen Corona-Wochen. Man hat sich langsam dran gewöhnt. Wir haben alle was dazugelernt und ich bin gespannt, was es auch nach Corona mit uns machen wird.
Ja, und ich möchte jetzt schon sagen, wenn wir uns das ein oder andere Mal ins Wort fallen sollten, lieber Jörg, das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Das ist natürlich so ein bisschen, wir müssen uns mit dieser Technik erst anfreunden. Wir hatten jetzt ja auch nur knapp 8 Wochen, um uns damit zu beschäftigen. Und falls ihr euch wundert, dass ich euch das ein oder andere Mal wie jetzt nicht direkt ansehe, dann liegt das daran, dass ich auf den Monitor blicke, wo ich euch jetzt sehe. Und jetzt sehe ich erst in die Kamera, gucke euch für euch gefühlt an, aber ich sehe euch jetzt nur noch aus meinem linken Augenwinkel. So, da ist auch der dritte Teilnehmer. Herzlich willkommen, Hans-Jörg, richtig? Richtig. Wunderbar. Erzählt mir ganz kurz, wir haben Jubiläum. Zum Jubiläum denkt man sich neuartige Dinge aus. Mehr als das, mehr neuartig geht nicht, oder? Na, ich würde mal sagen, ich bin vor allen Dingen froh, dass wir das überhaupt durchgezogen haben. Denn als wir vor 8 Wochen kurz vor der Jury-Sitzung standen und gemerkt haben, Achtung, Corona steht uns im Weg und eine persönliche Jurierung wird nicht möglich sein, haben wir, bin ich zu verstehen? Ja, ich rede weiter. Ja, ich rede einfach weiter. Bitte. Haben wir doch ernsthaft darüber nachgedacht, diese Veranstaltung zu verschieben, auch die Jurierung zu verschieben. Und haben aber auch gleichzeitig technische Möglichkeiten geprüft und dank des Einsatzes der gesamten Jury und des DMV und vor allem Katharina Stinnes, an der ich an der Stelle auch danken möchte, haben wir es durchgezogen auf dem technischen Wege. Es hat meines Erachtens wunderbar geklappt, ja, also ja. Es hat dem Ganzen keinen Abbruch getan. Die Diskussionen in den Jurys waren toll. Die Leute waren hochmotiviert, hochkonzentriert und wir hatten ein tolles Ergebnis, tolle Arbeiten und haben sogar noch mehr ausgezeichnet als im letzten Jahr. Also ganz kurz zur Verortung. Wir sind auf dem Facebook-Kanal vom Deutschen Marketingverband heute Abend zu finden. Ich stehe in Berlin, wie sich's gehört, Prenzlauer Berg in irgendeiner stylischen Hinterhofputze bei Osmose. Hier ist alles picobello. Ich hatte sogar ein Cappuccino mit Hafermilch, war das, glaube ich. Jetzt fehlt natürlich bei den Jury-Sitzungen so ein bisschen das, was dazugehört, quasi das Salz in der Kreativsuppe. Man sitzt sich gegenüber, trinkt ein bisschen was und hat eine richtig hitzige Diskussion. Das ist dieses Jahr ja ein bisschen weggefallen, Hans-Jörg. Oder geht das auch online? Ja, das Trinken nicht so gut. Tatsächlich ist die Diskussion sehr hitzig, sehr intensiv gewesen. Und ich meine, wir kennen das inzwischen alle, dass wir Videokonferenzen machen, aber ich muss sagen, es hat mich ernsthaft überrascht, wie intensiv, wie offen die ganze Diskussion gelaufen ist. War wirklich ein Erlebnis. Claudio, hättest du in deiner Karriere gedacht, dass du, wenn schon im kreativen Business tätig, mal vor eine Situation kommst, wo eine absolut neue Art von Kreativität gefragt ist, nämlich die Art und Weise, wie kommen wir zusammen, ohne dass wir uns zu nahe kommen? Naja, in der Kreativwirtschaft haben wir ja eigentlich tagtäglich mit irgendwelchen Umbrüchen zu tun. Ja? Also Change ist unser Tagesgeschäft. Insofern kommen wir damit auch klar, aber das ist trotzdem eine Situation, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Und erstmal vielen Dank, dass alle so toll mitgemacht haben. Ja, das ist ja nicht selbstverständlich. Du hast es vorhin gesagt, wenn man anfängt, fällt man sich ins Wort und jetzt geht es doch alles etwas gesitteter. Also es funktioniert, es macht auch ein bisschen Spaß. Das Schöne ist ja irgendwie, man sieht sich ja direkt, ne? Und daran kann man sich auch gewöhnen. Also wir haben einen weiteren Kanal gefunden. Wunderbar. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich eine wunderbare Assistentin hier habe, Victoria. Die hat mir schon Handzeichen gegeben, dass ich schon ein bisschen über was die Zeit angeht. Deswegen würde ich sagen, gehen wir doch jetzt eigentlich direkt mal in die erste Kategorie. Die heißt nämlich Imagefilm. Da kommt jetzt gleich für die PR-Klappe 2020 ein Einspieler. Und dann werde ich den ersten Gewinner abends für die Goldene Klappe 2020 PR verkünden. Bitte schön. Wir befinden uns in der Kategorie externe Kommunikation, Imagefilme und da hat jemand gewonnen. Ach, sind meine Gäste jetzt schon weg eigentlich? Dann tut es mir schrecklich leid, dass ich mich nicht persönlich bei euch verabschiedet habe. Hans-Jörg, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Jörg, dir selbstverständlich auch. Und auch der Dritte im Bunde, jetzt habe ich den Namen in der Aufregung tatsächlich vergessen. Claudio, war nur ein Test. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hören uns hoffentlich später nochmal. So, kommen wir zum ersten Gewinner. Hier geht es um eine Firma, wo sich, glaube ich, der ein oder andere Nahverkehrsverbund in ganz Deutschland mehr als eine Scheibe abschneiden kann. Die erste Kategorie, PR-Klappe 2020 Imagefilme, geht an die Berliner Verkehrsbetriebe mit dem Film Nächster Halt, Weltkulturerbe, die BVG. Liebe Berliner, liebe Weltbürger,
Liebe UNESCO, dies ist ein Aufruf der BVG. Was willst du? Keine andere Stadt hat sich so gewandelt. Berlin lebt stets am Puls der Zeit und ist immer in Bewegung und Veränderung. Nichts bleibt lange, wie es war. Jeden Tag ein neuer Trend und die Gelegenheit, sich neu zu erfinden. Neue Menschen aus fernen Ländern. Ist das so, ja? Neue Geschmäcker. Ohne Besinnen auf die gute deutsche Sprache. I only speak English. Und immer wieder neue Moden. Doch zum Glück gibt es einen Ort, an dem Berlin noch Berlin ist. Eine feste und unerschütterliche Konstante. Uns. Die BVG. Denn wir halten die Berliner Mundart am Leben. Das ist hier kein Speisewagen, du Flitzpieper. Wir prägen das Stadtbild. Und unser Design ist zeitlos und elegant. Wir erhalten bewährte Technik. Sowohl vor als auch während der Fahrt. Wir bewegen die Berliner. Immer dieselbe. Und sorgen für menschliche Nähe. Die BVG ist nicht nur gut, sondern ein Kulturgut, das es zu schützen gilt. Sowohl für unsere Generation als auch für die kommenden. Deshalb soll die BVG werden, was sie im Herzen schon immer ist. Weltkulturerbe. Und vielleicht heißt es dann bald Taj Mahal, Machu Picchu, BVG. Ich bin doch! Seid ihr komplett bescheuert? Ja, vielleicht. Aber wir machen's trotzdem. Unterstütze uns mit deiner Stimme auf bvg.de/Weltkulturerbe. Das ist hier kein Speisewagen, du Flitzpiepe. Das ist eine Tonalität, die muss man sich erstmal trauen. Nicht nur als Kreativer dem Kunden vorzuschlagen, sondern auch als Kunde zu sagen, genau so machen wir es. Und ich müsste jetzt per Zoom wieder mal verbunden sein, unter anderem mit dem berühmt-berüchtigten Kunden Dr. Martell Beek, seines Zeichens Head of Sales und Marketing eben bei der BVG. Dann, hoffe ich, ist am Start Börge Hesemann, Executive Producer bei Toni Petersen Film und Dörte Spengler-Ahrens, ihres Zeichens absolute Legende, aber natürlich auch bei Jung von Matt diejenige, die, ich glaube, den Ableger Saga am Laufen hält. Dort ist sie mehr oder weniger alles verantwortlich, was mit Kreation zu tun hat. So, wir haben jetzt natürlich das kleine Problem, was wir angesprochen haben, was eintreten könnte, nämlich, dass der Call nicht stattfindet, so wie er stattfinden sollte. Das macht nichts, weil genau aus dem Grund hat man mich ja hier in einem einzigartigen, alleinstehenden Wagen einfahren lassen, weil man wusste, wenn der Merget eins kann, dann ist es labern und wenn es hart auf hart kommt, dann kann er noch viel, viel mehr labern. Deswegen rede ich jetzt einfach mal über diesen Film. Was ist denn? Und kann dazu sagen, dass das natürlich Werbung ist, die nicht nur Spaß macht, sondern auch Werbung ist, die das mitbringt, was absolut wichtig ist, Authentizität. Wer traut sich das schon, einem Kunden etwas vorzuschlagen, wo man mit den Menschen spricht, wie man eigentlich nicht mit dem Kunden sprechen sollte, beziehungsweise über einen, nämlich auch mal sagen, der kommt zu spät, der macht mich im Vorbeifahren in der Pfütze nass, der will dies, das oder jenes. Also, die BVG ist mittlerweile bekannt dafür, Kreation abzuliefern, das Prädikat spitze und besonders toll richtig verdient hat. Ich denke da nur an die wunderbare Kooperation mit Adidas. Und jetzt hat sich Jungformat einen nächsten Megastreich ausgedacht, nämlich, warum werden wir einfach Weltkulturerbe? Kleiner Tipp von mir, beim nächsten Mal könnt ihr mal gucken, ob ihr vielleicht zu den Weltwundern dazugehört und euch dort einfach einwählt und sagt, ey, wenn wir etwas können, dann ist es auch Weltwunder. So, ich frage jetzt nochmal ganz kurz in die Regie, wie es aussieht. Aktuell, da oben sehe ich aber doch, Dörte sehe ich doch. Dörte winkt mal. Siehst du, Dörte sehe ich da oben winken. Und in der Mitte ist das Börge. Börge, Daumen Martell. Hoch oder ist das Martell? Da unten sitzt Martell. Hörst du mich? Genau, ich höre euch. Ist doch alles wunderbar. Ihr seid bisschen kleiner, aber ich gucke euch jetzt direkt so an. Dörte, Martell, ich sage jetzt einfach mal du. Ich wollte schon immer mal einen Kunden, der einen Doktortitel hat, duzen. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Unsererseits. So, Dörte, ich werde jetzt ganz kurz mal doch den Herrn Doktor als allererstes ansprechen und auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch erstmal sagen. Aber was vor allem gehört dazu, dass man als Kunde sagt, wir trauen uns etwas, wir geben auch mal zu, wenn wir eine
ein Kunde sind, wo nicht alles perfekt ist. Stichwort Unpünktlichkeit hier und da. Naja, als BVG haben wir ja eine lange Tradition in Werbekampagnen und wir haben immer festgestellt, dass das, was wir eigentlich kommunizieren, sauber, sicher, pünktlich, das glaubt uns ja eh keiner. Und wir haben viele Werbekampagnen gemacht und mit Weil wir dich lieben hat man zum ersten Mal eine, die augenscheinlich verfängt, wo die Leute reagieren, wo wir Leute emotionalisieren können. Und die Zutaten sind eine typische Berlin-Kampagne, Berliner Schnauze, es ist Selbstironie. Und und da werden wir im Moment von Erfolg zu Erfolg getragen und das ermutigt uns einfach mehr davon zu machen. Und nach gut kommt besser und mit Dörte haben wir da eine Streiterin im Geiste, die uns jedes Mal neu fordert. Ja, nach gut kommt besser und nach besser kommt Jun von Matt. Das ist so mehr oder weniger die Devise, wie dort der Klaas-Hüttenstraße und wo ihr auch überall sitzt, liebe Dörte. Bist du manchmal selber erstaunt, dass ihr immer noch einen raufsetzt? Jetzt gerade bei der BVG, ich habe es eben kurz angesprochen, der Adidas-Schuh war ja eigentlich schon wirklich das Maß aller Dinge und jetzt halt Weltkulturerbe. Was kommt als nächstes? Das ist der Grund, weshalb ich nachts so wenig schlafe vor. Weil der Martell, das ist so bezaubernd. Der Martell und sein Team, die fordern natürlich was, weil jeder merkt ja da draußen auch, oh, jetzt wiederholen sie sich, da ist ihnen nichts mehr eingefallen, lässt auch langsam nach. Und das sind so, das war natürlich schon, das Weltkulturerbe war halt mal wieder ein Schelmenstreich. Wir haben uns einfach getraut, diese negativen Seiten der BVG zum erhaltenen Kulturgut zu, ne, und auch die kleinen Seiten, liebe Menschen von fremden Ländern, ist das so, ja, also die Schwaben und so, liebe Schwaben, nicht böse sein. Also, wir haben uns da wieder was getraut. Es fing ja an mit Kasim, weißt du noch, ist mir egal, Mann auf Mann, Pferd im Zug und so. Das war schon mal, da waren alle in Schockstarre, als ich es damals präsentiert habe. 12 Vorstände wurden blass. Aber Martell hat immer an uns geglaubt und naja, und dann sind wir von einem Ding zum anderen gegangen. Also nochmal Kompliment an den Kunden. Das muss man erstmal Stahlhelm aufsetzen und dem eigenen Vorstand verkaufen, dass da jetzt Berghain-Friedels im Zug sitzen und jetzt Weltkulturerbe. Aber es hat sich ja Gott sei Dank, den Humor haben alle verstanden. So, das bedeutet, wir haben einen Kunden, der sich traut und der vor allem vertraut. Wir haben eine Agentur, die sich ausdenkt, aber vor allem abliefert. Und dann fehlt eigentlich nur noch eine Produktionsfirma, die all das umsetzen kann, um das Ganze auch wirklich so zu zeigen und so zu repräsentieren, wie man sich's vorgestellt hat. In dem Fall ist es ein Film mit Börge Hesemann als Executive Producer. Der ist leider nicht da. Was wollt ihr beide ihm noch hier auf den Weg geben, außer fette Glückwünsche, die verdient sind? Genau wie du sagst, ist es nur, wenn du Leidenschaft hast und dann guckt man auch beim Budget nicht mehr so hin. Also sowas geht nur mit Leuten, die genauso dem, sagen wir mal, Wahnsinn verpflichtet sind wie wir. Und da ist Börger und sein Team super gewesen. Oder Martell, was würdest du sagen? Ja, wir hatten große Freude am Set und ich gehe fest davon aus, dass das nicht das letzte gemeinsame Projekt war. Ja. Wunderbar. Dann sag ich hier aus meiner kleinen, aber feinen Kammer, wie findet ihr das Setting überhaupt? Das funktioniert, oder? Super. Ja. Gut. Sage ich herzlichen Glückwunsch an euch beide und auch an Börge. Ich hoffe, es geht ihm gut, trotz dieser schwierigen Zeiten. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt vor allem gesund und auf bald. Ich werde jetzt direkt in die nächste Kategorie fahren, natürlich mit der BVG. Ja. So, also, ein ganz, ganz kleinen Delay haben wir gehabt und ein Teilnehmer war nicht am Start. Das macht aber überhaupt gar nichts. Das ist natürlich das eine oder andere, was nicht so planbar ist, aber ich glaube, das macht es in diesen Zeiten sowieso noch viel interessanter. Wir kommen jetzt zur zweiten PR-Klappe in Gold des Jahres 2020 für den heutigen Abend in der Kategorie Influencer-Content. Und ich will gar nicht zu viel verraten, aber hier geht es wirklich um eine Geschichte. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich das weggewischt, weil ich irgendwie dachte, was ist denn das für ein Schwachsinn? Dann habe ich gemerkt, dass es auf den Kanälen immer öfters gekommen ist und dann habe ich es mir irgendwann tatsächlich angesehen und dachte, wow, von wegen Schwachsinn, das ist kongenial. Und der Rest ist Geschichte. Wir gucken uns jetzt an, der Sieger in der PR-Klappe 2020, externe Kommunikation, Influencer-Content, Dolphin Gate, Follow Food. Delfine sterben jedes Jahr als Beifang in Schleppnetzen. Kaum einer sieht die Verbindung zum eigenen Fischkonsum. Das wollen wir ändern. Im Auftrag von Followfish, einem Unternehmen, das nachhaltig fischt, ohne Beifang.
Ein bekannter Influencer verspeist das Baby einer bedrohten Delfinart und brüstet sich damit. Boah, für shit. Schmeckt ein bisschen nussig irgendwie, gell? Digga, wieso isst du ein Baby-Delfin? Auf Instagram oder was? Machen wir mal Real Talk, okay? Sehr, sehr viele von euch, wahrscheinlich jeder von euch, hat mir gestern Abend eine schöne Beleidigung geschrieben. Was ich auch gut finde. Ja, ich habe gestern Abend in meiner Instagram-Story gepostet, wie ich einen Babydelfin esse, der gar kein echter Babydelfin war, aber alle sollten denken, dass es ein echter ist. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute an diesem Abend sich die Story von mir reingezogen haben, irgendeinen Hate-Kommentar an mich geschrieben haben oder irgendwas in ihre Story gepostet haben, gleichzeitig aber links neben ihnen der gute Thunfischsalat mit dem allerletzten Billigthunfisch aus der untersten Schublade gegessen wurde. Primär geht es hier natürlich um das Thema Followfish. Gerade sowas wie, dass Delfine mitgefangen werden oder Schildkröten oder sonstige Säugetiere, die einfach in den Netzen ertrinken. Gerade für sowas setzen sie sich ein, dass das nicht passiert. Und wenn ich 10 Hater am Ende des Tages mehr habe und sich aber dafür Leute dieses Video hier anschauen und einfach mal grundlegend über ihre Ernährung Gedanken machen oder generell grundlegend über dieses Thema, das aktuell so wichtig ist, dann ist es mir das wert. Inscopes Mut wird belohnt. Das Delfin-Statement landet auf Platz 1 der YouTube-Trends. Das Thema Beifang und Followfish sind in aller Munde. Womit wir nicht gerechnet haben, Deutschlands bekannteste Influencer greifen das Thema auf. Eine Reaction landet nochmal auf Platz 1 bei YouTube. Muss man respektieren. Es gibt sogar Reactions auf die Reactions. Influencer, die sonst nur Selfies machen, berichten über das Delfin-Statement. Communities, die sonst nur über Fortnite sprechen, diskutieren auf einmal über ihr Konsumverhalten. Beim Haten machen alle mit. Und abends gibt's dann wieder Industriefraß. ...90 Influencer angefragt. Einer hat zugesagt. Welcher Idiot würde sowas machen? Tja, der absolute Wahnsinn. Ich glaube, anders kann man es überhaupt nicht sagen. Es macht richtig, richtig Spaß, sich das reinzuziehen und dann mitzubekommen, was das Ganze alles nach sich gezogen hat. Und ich bin jetzt hoffentlich in einem weiteren Zoom-Call verbunden mit Till Felber, Creative Director bei Tank Tank. Bist du da? Moin, ja, hat geklappt. Ich glaube es zumindest. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch, völlig verdient. Zur Goldenen Klappe 2020 PR. Wie geht's dir damit? Du, ich habe mich total gefreut. Also, es geht mir gut. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich finde sowieso komplett verdient. Hat man ein Gefühl? Oft weiß man doch, das ist richtig gut, was es hier draus geworden ist. Oder kam es doch überraschend? Ja, das ist eine gute Frage bei der Arbeit, weil die eben auch sehr stark polarisiert. Also, wir hatten auf jeden Fall im Gefühl, dass es wahrscheinlich viele Leute nicht kalt lassen wird, aber ob es jetzt in die Richtung umschlägt, dass man bei einer Preisverleihung dafür Meriten verdient oder dass man eher hört, hey, das war aber ein bisschen over the top, das war uns ehrlich gesagt nicht so klar. Und mir ich hatte es ja gerade noch in der Anmoderation auch erzählt, mir ging es ja ähnlich. Ich dachte im ersten Moment, okay, das ist vielleicht einer drüber und habe es erstmal weggewischt und auf einmal ist es mir immer wieder begegnet und dann wurde mir erstmal klar, was für eine Kraft dort sprichwörtlich dahinter steht. 90 Influencer und Influencerinnen in der Summe angesprochen, nur einer hat es gemacht, in dem Fall langt einer, aber hat das auch überrascht, dass es nur so wenige Influencer gab, die sich das trauen? Ja, im ersten Schritt hat es auf jeden Fall überrascht. Also wir dachten so, also erstmal die Idee ist ja in der Hamburg School of Ideas entstanden, auf Ideas. Vielen Dank nochmal an die drei Damen und Herren, die die Idee entwickelt haben. Das war eine Semesterarbeit und dann ist der Ball bei uns gelandet und wir haben da tatsächlich ein Jahr lang versucht, das Ding auf die Beine zu stellen, bis es geklappt hat. Das war im September 2018, stand die Idee und genau am 1. Oktober 2019 haben wir quasi diesen PR-Stand gemacht. Das war ein langer Weg, eben auch weil so viele abgesagt haben und es hat mich stutzig gemacht. Es war tatsächlich so, immer wenn man das Wort Shitstorm benutzt hat, sind die sofort abgesprungen und meistens haben die Influencer gesagt, oh, nee, mit einem Shitstorm will ich nichts zu tun haben. Das muss, wenn dann was sein, was von alleine passiert, sowas kann man nicht planen, war auch oft das Feedback.
Und wir haben uns da wirklich mit vielen Leuten zusammengesetzt und eben versucht, es doch zu planen. Es hat jetzt glücklicherweise auch geklappt. Und vielleicht da auch noch mal ganz großen Respekt an den einen, der es dann gemacht hat, ne? Weil dem haben auch die Knie geschlottert, ehrlich gesagt. Also wir haben da stündlich telefoniert, als das Ding dann losging. Da, der hat Drohanrufe gekriegt, der hat 6.000 Nachrichten die Minute bekommen, wo ihm Leute geschrieben haben, ich hasse dich, ich bringe dich um. Und Menschen, mit denen er vorher zusammen im Gym trainiert hat, haben ihm geschrieben, wenn du vorbeikommst, hauen wir dir aufs Maul. Also das war dann schon auch für den ein extremer Druck, den er da in diesen 24 Stunden ausgesetzt war. Also fetter Respekt. Du, ich kann dich gerade nur ganz leise hören. Hast du, ist dein Mikrofon an? Wir haben ein Audioproblem. Kannst du mich hören? Gibt's doch nicht. Warte mal, ich komme mal ganz nah ran. Sag, eventuell kannst du mich jetzt besser hören, höre ich aus der Regie. Läuft wieder. Wunderbar. Ich habe eigentlich die ganze Zeit dasselbe gesagt. Ich habe Glückwunsch und Wow und Super in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Worten gesagt, weil das, was ihr da abgeliefert habt, wirklich hammermäßig ist. Einmal mehr gezeigt, was Authentizität ausmacht, nämlich nur dann funktioniert's. Ihr habt Mut bewiesen, ihr habt Engagement und Kreativität bewiesen. Deswegen die goldene Klappe 2020 in der Kategorie PR-Influencer-Content für euch. Vielen, vielen Dank und alles Gute. Vielleicht noch ein letztes Wort. Auch der Kunde war total mutig, ne? Muss man auch mal sagen, weil den hätte es am Ende getroffen, wenn es nicht funktioniert hätte. Insofern auch vielen lieben Dank nochmal an Followfish, dass die sowas möglich gemacht haben. Alles klar. Vielen, vielen Dank, Till Felber von Tank Tank, der Creative Director. Vielen Dank Director. Auch. Vielen Dank. Dankeschön. So, und wir machen nahtlos weiter und so nahtlos ist das gar nicht, eher verschwommen weiter. Denn wir kommen jetzt so langsam aber sicher in den Bereich, wo PR und Werbung miteinander verschmilzt oder verschwimmt. Man weiß es gar nicht mehr ganz genau, was da mittlerweile heutzutage der Unterschied ist oder gibt es vielleicht gar keinen Unterschied. Wir kommen nämlich jetzt zu einem Film, der insgesamt 4-mal Gold gewonnen hat und 4-mal Bronze, also ein echter Allrounder und ein echter Erfolgsgarant. Und einmal Gold in PR und 3-mal Gold bei Werbung. Bester Online-Film, Kraft Regie und Kraft Casting, sowohl als auch PR und Werbung. Und was der Unterschied ist, das wird mir vielleicht gleich der Kunde erklären. Wir kommen erstmal zum Trailer. Warum nicht einfach mal 3 oder 4 Trailer ansehen? Hat sich gelohnt und vor allem ist es hoch verdient. Wer es noch nicht gesehen hat, der kann sich jetzt noch mal ganz schnell Popcorn holen, weil A, haben wir die Zeit und B, ist es das Ganze wert. Bertha Benz, Sieger in PR und Werbung, 4-mal Gold und 4-mal Bronze. Und jetzt sage ich etwas, was ich schon immer mal sagen wollte. Film ab. A witch! A witch is coming!
stay with your brother. Pharmacist in here? I'm looking for 10 liters of Ligroin. You won't get those stains out of that dress. Better buy a new one. It's not for my dress. It's for my carriage. Are you trying to poison your horses? Do you have 10 liters or not? She believed in more than a car, she believed in herself. Absoluter Wahnsinn, und ich glaube, mehr Gold kann ein Film überhaupt nicht verdienen als dieser Film, der auf den Namen Bertha Benz hört. Auf der einen Seite wird hier mit Vorurteilen unglaublich gut aufgeräumt, auf der anderen Seite wird der Fortschritt gezeigt, für den Mercedes-Benz eigentlich seit jeher bekannt ist. Wichtig wird es in dem Moment dann natürlich, eine Kreativagentur zu finden, die nicht nur diesen Anspruch erfüllen kann, sondern diesen Anspruch auch mit dem kreativen Tropfen befüllt, der das Fass im positivsten Sinne zum Überlaufen bringt und in dem Fall unglaubliche 8 Auszeichnungen einfach mal so abräumt. Ich möchte jetzt eigentlich gerne mit Matthias Schmidt von Anthony Garage sprechen. Der ist aktuell noch nicht am Start, Stichwort Zoom. Das macht aber überhaupt gar nichts, weil rein theoretisch könnte ich jetzt auch hier stehen und nichts sagen. Das würde dem Film sehr gerecht werden, denn ich wäre schlicht und ergreifend sprachlos. Ich kann aber natürlich auch versuchen, das Ganze so ein bisschen zu überbrücken, indem ich nochmal nachfrage, ob es vielleicht den einen oder anderen gibt, der auch Fragen in unseren Chat reingeballert hat. Viktoria, gibt es Fragen im Chat? Es ist amazing. Und das ist, glaube ich, keine Frage, sondern ein Ausruf, der an dieser Stelle auch natürlich völlig zurechtkommt. Wer nicht kommt, ist nach wie vor Matthias von Anthony Garage, macht aber überhaupt gar nichts. Wir können auch überlegen, wie bitte? Wir haben ihn auf FaceTime. Ich werde mir jetzt einfach mal, guck mal, ich könnte hier auf Annehmen gehen. Mach das mal. Zack. Mit 6% Batterie sollte das im Rahmen der Möglichkeiten gehen. Gott, apropos Möglichkeiten, was haben wir hier für großartige Möglichkeiten? Zoom, FaceTime und jetzt eine riesengroße Uhr mitten auf unserem iPad. Ich glaube, das wird zum aktuellen Zeitpunkt eher nichts werden mit Matthias und mir. Das macht aber überhaupt nichts. Wir werden einfach in die nächste Kategorie gehen und währenddessen können wir ja versuchen, ob wir Matthias irgendwie noch kriegen. Ansonsten würde ich der Regie vor... Ah, da ist er. Wunderbar. Moin. Wie geht's dir? Technik macht Spaß. Vor allem, was haben wir nicht für Riesenmöglichkeiten, auf technische Hilfsmittel zurückzugreifen? Hast du ein bisschen was davon mitbekommen, was ich gerade erzählt habe? Nee, genau das habe ich nicht mitbekommen. Ich war die ganze Zeit dabei. Das macht. Konnte ich mich nicht einladen, aber ich hoffe, es war super interessant.
Nee, es war vor allem interessant, was ich gesehen habe, und ich habe unseren Zuschauerinnen und Zuschauern einfach auch nochmal gesagt, wie unglaublich es ist, dass ihr auf der einen Seite mit Vorurteilen aufräumt, auf der anderen Seite den Fortschritt zeigt, für den diese Marke seit Ewigkeiten schon bekannt ist, Stichwort das Beste oder nichts. Trifft den Kunden der Schlag, wenn ihr ihm sowas vorlegt, was ihr vorhabt, weil es ja einfach eine unglaubliche Arbeit ist, eine unglaubliche Detailversessenheit? Oder ist es dann das, wo der Kunde sagt, genau deswegen arbeiten wir mit Matthias und der Agentur zusammen? Ja, natürlich, letzteres, klar. Na klar, bist so bescheiden. Dass es dann am Ende des Tages Award-winning ohne Ende ist, kann man nicht planen, aber ihr habt natürlich eine Erfahrung und auch ein Gefühl dafür, ob das funktionieren kann oder nicht. Ich unterstelle euch jetzt einfach mal, dass euch klar war, dass der ein oder andere Preis dabei abfällt. Ist die Klappe und dann noch in Gold, dann noch insgesamt viermal, trotzdem was ganz Besonderes? Ja, also ich kenne den Wettbewerb schon auch schon seit ein paar Jahren und so viel haben wir da noch nie gewonnen und das macht mich wahnsinnig stolz. Aber als ich den fertigen Film gesehen habe, also ich war auch beim Dreh selber dabei, aber das ist halt, dieser Film ist ein Craft-Monster, ja, also es ist eine großartige Regie, großartiges Casting und Ausstattung und so weiter. Als ich den fertigen Film gesehen habe, wusste ich, das ist was Besonderes halt. Aber das, du weißt es vorher nicht. Ja. Also es hätte auch ein total langweiliges Stück werden können. Ich möchte, dass du vor allem weißt, dass ich dich nicht in meine Nasenlöcher reingucken lassen will, sondern das Mikrofon von diesem Handy möchte ich nur in das Mikrofon von diesem Mikrofon halten, damit unsere Zuschauer und Zuschauerinnen dich auch hören. Matthias, vielen Dank. Noch einmal herzlichen Glückwunsch. Besonders gut hat mir übrigens das Wort Pforzheim dann gefallen, in all den englischen wunderbaren Worten, die dort zu lesen sind. Herzlichen Glückwunsch an Anthony Garage. Herzlichen Glückwunsch an Mercedes. Toll, dass ihr dieses Jahr so abgeräumt habt. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Ja, danke, Sebastian. Alles Gute für dich. Danke, euer. Ciao, ciao. So. Ja, Matthias Schmidt von Anthony Garage. Eine von insgesamt vier goldenen Klappen, die hier steht. Alle anderen werden wir wahrscheinlich persönlich rüberbringen. Wir sind ja hier in Berlin. So, weiter geht's. Wir kommen mittlerweile zur nächsten Kategorie, die da auf den Namen Die Klappe 2020 hört. Logischerweise, da sind wir ja auch. TV-Formate, und das ist der Trailer. Und auch da kann ich natürlich wieder eine Geschichte erzählen, die mit mir persönlich zu tun hat. Warum? Weil ich mir zu Zeiten von Corona einen Schrebergarten zugelegt habe. Wie ich zu dem gekommen bin, das darf man überhaupt nicht erzählen. Ich hatte mehr Glück als Verstand. Ich glaube, man wartet in Hamburg zwischen 8 und 12 Jahren auf eine Parzelle. Ich habe mich freitagsabends dazu entschieden und am nächsten Morgen, Samstag um 11, hatte ich eine. Ist nicht groß, 544 Quadratmeter. Aber warum erzähle ich das alles? Überhaupt nicht, um den Dicken zu machen, sondern weil ich jetzt erst richtig verstanden habe, was es bedeutet, sich mit Handwerk und in dem Fall mit dem Gartenhandwerk auseinanderzusetzen. Das macht eine Agentur mit einem Kunden seit Jahren unglaublich gut. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass das Gros der deutschen Bevölkerung im ersten Moment weiß, wenn ein Werbespot von Obi über den Bildschirm flimmert, dass es eben ein Werbespot von Obi ist. Und ich glaube, jeder Werber zumindest weiß, dass es ein Spot von Heimat ist. Und den gucken wir uns jetzt an. Der Sieger in der Kategorie TV-Formate, der morgen gehört uns für Yippie-Ya-Ya, Yippie-Yippie-Yay, Hornbach. Thank you.
mitbekommen. Ich hatte einen freudschen Versprecher. Ich habe einmal den falschen Baumarkt genannt. Mit Absicht, das war nämlich nur ein Test und den Test habt ihr bestanden. In unserem Chat kam das ein oder andere Mal das Wort vor, nämlich Hornbach. Und das war's natürlich. Wir reden hier von Hornbach. Der Morgen gehört uns und ich habe es eben schon angesprochen. Das ist ein Film mit einer Marke aus der Feder einer Agentur, die über Jahre nicht nur ein Produkt und eine Kampagne immer besser und besser und besser gemacht hat, sondern vor allem das geschafft hat, wonach man sich wirklich sehnt, nämlich eine Marke geschaffen, von der man eine Welt sieht, in der man ganz genau und eigentlich auch vom ersten Bild an ganz genau weiß, worum es geht. Wir reden hier also von Hornbach und wenn man von Hornbach redet, redet man von Heimwerken und wenn man von Heimwerken redet, dann redet man von Blut, von Schweiß, von Tränen, aber natürlich auch von dem unglaublichen Gefühl, Großartiges vollbracht und erbaut zu haben. Und das ist eigentlich etwas, was man dann auch wieder aus den Werbeagenturen kennt. Blut, Schweiß, Tränen, übersetzt für die ein oder andere Überstunde, den ein oder anderen abgelehnten Spot beim Kunden und den ein oder anderen abgelehnten Spot vielleicht beim Kreativdirektor. Und ich werde jetzt gleich, wenn es denn klappen sollte, mit jemandem verbunden sein. Ich glaube, ähnlich wie bei Dörte Spengler-Ahrens kann man hier von einer mittlerweile angekommenen Werbelegende sprechen, Guido Heffels. Und ich habe hier stehen Co-Founder und Part-Time-CCO. Das Wort Part-Time finde ich unglaublich interessant. Da werde ich ihn jetzt auch gleich mal fragen, was das Ganze bedeutet. Und falls irgendjemand aus der Hornbach-Welt hier gerade zuguckt und irgendeinen Rabattcode hat, den er noch loswerden will, den kann er sehr, sehr gerne an mich, Darina, von der Klappe abgeben, weil, wie gesagt, ich bin jetzt im Schrebergarten aktiv und am Ende des Tages kostet das natürlich neben Zeit und Nerven auch ein bisschen Geld und ich habe mein Häuschen gestrichen und leider Gottes im dunklen Grau. Es hätte ein helles sein sollen, ich darf nicht mischen wegen Corona. Also insofern meldet euch sehr, sehr gerne bei mir. So, ich frage jetzt nochmal ganz kurz in meine kleine, aber sehr, sehr feine Regie, wie es aussieht. Haben wir eine Verbindung zu Guido Heffels? Nein, wir haben aktuell keine Verbindung zu Guido Heffels. Das macht aber überhaupt nichts. Das gibt mir schon mal Gelegenheit, mich, bevor ich das vergesse, bei allen zu bedanken, die das Ganze hier möglich gemacht haben. Denn wir haben nicht nur mit der heißen Nadel gestrickt, sondern wir arbeiten hier auch mit der heißen Nadel. Das ist etwas, was wir alle noch nicht gemacht haben. Ich bin der Einzige in diesem Raum, der keinen Mundschutz trägt. Dementsprechend bin ich auch der Einzige, der nicht so richtig schwitzt. Wir haben großartiges Catering hier, wenn ihr sehen würdet, was hier aufgefahren ist. Scampis, Pizza, Lasagne, Pommes, Burger, laktoseintolerante Milch, laktosefreie Milch, Hafermilch, was auch immer. Ich habe alles, was ich will. Das Einzige, was mir fehlt, ist ein Pool. Macht aber nichts, ich kann sowieso nicht schwimmen. Und ihr merkt, ich versuche gerade so ein bisschen zu überbrücken, kann mich hier und da natürlich auch um Kopf und Kragen reden, aber das ist mir das Ganze wert, denn mir macht das Ganze hier auch Spaß. Aber so langsam aber sicher hätte ich jetzt gerne mal einen bei mir im Zoom-Call und wenn ich mir einen aussuchen dürfte, dann hätte ich gerne Guido Heffels. Guido! Ja, hier! Was auch immer, ich habe alles, was ich will. Das Einzige, was mir fehlt, ist cool. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Mit wem spreche ich denn jetzt gerade eigentlich? Hier sind so viele Bildschirme offen. Du, ich bin derjenige, der das Ganze hier heute moderieren darf. Sebastian bin ich. Und ich habe gerade anmoderiert, dass ihr eine Welt geschaffen habt mit und für Hornbach, die man eigentlich schon im ersten Frame erkennt. Das habt ihr über all die Jahre geschafft und jetzt habt ihr mal wieder eine Kampagne rausgehauen und der Film Der Morgen gehört uns hat vollkommen zu Recht Gold, oder? Wie spreche ich denn jetzt gerade eigentlich? Hier sind so viele Bildschirme offen. Du, ich bin derjenige, der das Ganze hier heute moderieren darf. Sebastian bin ich. Und ich habe gerade anmoderiert, dass ihr eine Welt geschaffen habt mit und für Hornbach, die man eigentlich schon im ersten Frame erkennt. Den Zoom-Call an der Stelle abbrechen und vielleicht nochmal neu einwählen, weil ich höre hier alles doppelt und dreifach. Oder kannst du mich hören, Guido? Gut, macht überhaupt gar nichts. Wie heißt es so schön? Das ist live und live ist live. Und den live, den ich kenne, der ist Kreativgeschäftsführer Kreation bei Serviceplan in Hamburg. Schöne Grüße an live. Ich glaube, wir gehen einfach in die nächste Kategorie, oder, liebe Regie? Wir gehen einfach weiter. Das macht überhaupt gar nichts, zwar in die Kategorie Kinoformate und das ist unser Einspiel. Ja,
Der Einspieler ist gelaufen und in der Kategorie Kinoformate geht die Klappe 2020 in Gold an den Film The Small Escape für BMW. Und wer sich noch an die Isetta erinnern kann, der sieht jetzt, was alles in der Isetta steckt. So, das war The Small Escape für BMW. Da kommen wir gleich nochmal zum Sprechen. Und da wir sowieso gerade in der Vergangenheit schwelgen, gehe ich jetzt auch nochmal eine Kategorie zurück und begrüße jetzt nochmal Guido Heffels. Funktioniert das jetzt besser, Guido? Also von meiner Seite ja. Ja, es war sowieso nicht dein Fehler. Wir haben hier einfach irgendein Delay gehabt. Macht aber überhaupt nichts. Deswegen jetzt nochmal herzlichen Glückwunsch zur goldenen Klappe in der Kategorie TV-Formate. Toll. Super. Das ist vorhin erzählt, ich bin glücklicher Schrebergartenbesitzer und ich kann wirklich unterschreiben, die Filme, die ihr für Hornbach macht, sprechen wirklich die absolute Wahrheit aus. Blut, Schweiß, Tränen, Erfolg und absolute Hingabe.
Wir nennen das immer mit bloßen Händen Großes schaffen, aber im Grunde meinen wir dasselbe. Mal apropos mit bloßen Händen und Großes schaffen. Co-Founder und Part-Time-CCO, da hast du ja auch was Großes geschaffen mit so einer Bezeichnung. Was ist denn ein Part-Time-CCO? Es ist einer, der sich speziell um einige wenige Kunden kümmert, weil wir ja die Leitung der Agentur in andere Hände gegeben haben. Und aber bei Hornbach komme ich einfach auch emotional nie raus aus diesem Thema. Deshalb mache ich das so ein bisschen Teilzeit. Okay, alles klar. Also alles klar, dann habe ich es verstanden. Ich weiß nicht, wie viel der Auszeichnung das ist für eine Hornbach-Kampagne oder einen Hornbach-Film in deinem Leben. Zählst du da überhaupt noch mit? Ach, ich sag mal so, ich freue mich über jede Auszeichnung, die wir für Hornbach bekommen, wenn man den Awards für wichtig hält. Und das Zählen, ach, da habe ich gar keine Zeit für. Ich finde das auch albern. Also jeder versucht ja, glaube ich, der in diesem Job ist, jederzeit das Beste zu geben. Und wenn man dann, wie zum Beispiel bei diesem Film, einfach auch mit der richtigen Produktion, mit dem richtigen Kameramann, mit den richtigen Leuten, die die Musik gemacht haben und mit dem richtigen Editor die Sachen macht, dann kommt dann eben was Großes raus. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich in diesem Job bin und warum es mir immer noch Spaß macht. Wir reden hier von der Kategorie TV-Formate. Das war zumindest früher immer die absolute Königsdisziplin. Jetzt sehen wir ja heute auch in Zeiten von Corona, dass wir auf andere Möglichkeiten zurückgreifen und auch zurückgreifen können. Nochmal die Frage an dich. Hat sich das ein bisschen verschoben? Ist online das neue TV oder ist es nach wie vor auch für euch Werbetreibende die Disziplin aller Disziplinen? Ja, man nennt es ja heute, man hat ja einen ganz neuen Begriff dafür gefunden, der heißt Bewegtbild. Und dem Bewegtbild ist es eigentlich relativ egal, auf welchem Kanal es bewegt wird. Und von daher ist das Ergebnis oder das, was wir machen, relativ unabhängig von den Kanälen. Also da wird wahrscheinlich noch irgendwann wieder was ganz Neues kommen. Und von daher bin ich da relativ entspannt. TV klingt immer so toll, aber wenn man ganz ehrlich ist, also wie viel TV schaut man denn überhaupt noch selbst? Oder das sind so Diskussionen, die momentan so laufen, aber kriegen mittlerweile auch eben über online einfach sehr, sehr gutes Feedback eben auch oder auch die Reichweiten mittlerweile da erreicht, die wir eigentlich auch brauchen, um diese Marke, die ja nicht der größte Spender im Markt ist, letztendlich als einen der größten dastehen zu lassen. Also Guido, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, die goldene Klappe abzuholen von 2020. Ich sage Dankeschön an dich und ich versuche jetzt mal direkt in den nächsten Zoom-Call reinzugehen für den Film, den wir eben gesehen haben. Ciao Guido und ich rufe Justin Niklas Mundhenke. Eine Sache? Eine Sache. Ich hatte noch eine Sache. Du hast eben gesagt, ob man einen Rabatt bei Hornbach bekommen kann, könnte. Hat's gehört. Hornbach hat Dauertiefpreise. Hornbach garantiert jedem Menschen, egal, ob er jetzt Profi ist oder Laie, immer den bestmöglichen Preis im Markt. Das ist Teil der Philosophie von Hornbach. Und ich glaube, eine Marke, die solche Kommunikation macht, die muss auch so agieren, wenn es um Preise geht. Das wollte ich nur noch mal klarstellen. Auch wenn ich mit meinem Kleingartenvereinsausweis bei einem Konkurrenzmarkt 10% bekomme, wahrscheinlich nicht, oder? Dann macht Hornbach sogar diesen Preis. Also dann geht man zu Hornbach und sagt, die haben das da 10% günstiger, ich will den selben Preis bei euch haben. Also so ist dann diese Marke. Hat sich meine Fahrt nach Berlin schon gelohnt? Na, total. Hier kann man immer noch was lernen. Ich danke dir. Ich danke Schöne dir. Grüße und auf bald. Ebenfalls. So, jetzt aber bitte Justin Niklas Mundhenke, Executive Producer von der Tempomedia, die Tempomedia, das Tempomedia. Justin, hilf mir. Hört ihr mich? Ja, und wie? Hört, hört. Ja. Hi, Sebastian. Justin heiße ich. Muss dich einmal korrigieren. Das weiß ich natürlich, auch das war nur ein Test, Justin, hast du bestanden. Ja, ein Classic. Herzlichen Glückwunsch, unglaublicher Film, ich glaube 3 Minuten 51 Sekunden steht hier drauf, das kommt auch hin. Was für ein historisches Ding, ne? Auf allen Ebenen, muss Bock machen, sowas zu produzieren. Ja, das ist was Einmaliges, muss man sagen. Ne? Also wenn man die Chance bekommt, da auf den Zug mit aufzuspringen, und das ist ja schon fast für Werber schon fast ein Kurzfilmformat, dann bist du, das ist einfach eine Begeisterung und das macht Spaß. Ich meine, dafür machen wir das alle, einfach mal so eine Chance zu bekommen. Die Isetta ist ja wirklich ein unglaublich knuddeliges Fahrzeug. Ich kann mich erinnern, Entschuldigung, als ich auch noch in der Werbebranche gearbeitet habe, haben wir einen Film gedreht mit Dirk Nowitzki in
genau diesem Auto. Er hat nur oben rausgeguckt und hat nicht unterm Sitz sich versteckt. Also das Auto ist doch allein schon Herausforderung, oder? Ja, hat das eigentlich, weiß ich gar nicht, wie hat Nowitzki links rausgeguckt oder oben raus? Man weiß, ja. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Nee, das Auto ist eine Herausforderung. Also wir hatten eins vom BMW bekommen und eins hatten wir selber gekauft. Ein bisschen modifiziert für den Dreh, aber das ist schon ein klasse Auto. Also, was ja. So eine Isetta, wenn ihr den kauft? Kann man das sagen? 20, glaube ich, oder so. Ja, das geht ja fast noch. Mit meinem mit der Kohle, die ich jetzt bei Hornbach einspare, kann ich überlegen. Vielleicht hole ich mir so eine Isetta. Ja, die 10%. Ich weiß nicht, was du alles in deinem Garten machen willst. Ja, das wirst du gar nicht wissen. Kinoformate, das ist natürlich nochmal eine Kategorie bigger, zumindest einmal von der Size her als TV. Rechnet man damit in dem Moment, muss ich auch dich fragen, wenn man das Drehbuch abgeschlossen, freigegeben und abgedreht hat, dass das Ding richtig fett wird? Nein, also du hast natürlich, beziehungsweise die Credits gehen natürlich erst vorrangig an Alex Feil und David Leinweber von Jungformat und unseren Regisseur, der im Übrigen sehr grüßt euch alle und wäre gerne dabei, aber ist leider gerade in der Abstimmung. Mit dem habe ich gerade gesprochen, lässt grüßen, der David. Und ja, also erstmal musst du eine Vision dafür entwickeln und Alex ist natürlich gleich Feuer und Flamme gewesen und dann arbeitest du dich voran. Und wenn dann natürlich da so ein Baby rauskommt, dann am Ende des Tages möchtest du natürlich das auf die Leinwand kriegen. Und wenn die Chance dann für Kino ist, umso mehr. Ja, es ist auch ein Film fürs Kino, natürlich. Kannst du dich noch daran erinnern, wie lange es gedauert hat, bis der Film zumindest in der Konzeption stand? Also von der Ideenentwicklung bis, könnten wir uns gut überlegen oder weißt du das gar nicht mehr? Nee, das müsste David tatsächlich beantworten. Also ich weiß, dass wir natürlich das Skript bekommen haben und dann relativ schnell Vollgas gegeben haben, weil das Timing schon eng war. Und ja, dann haben alle relativ schnell alles auf die Beine gestellt im Setting, so dass wir schnell on air waren. Macht aber auch Sinn, heißt ja Tempo Media, insofern musste es schnell gehen. Justin, ich muss jetzt schnell in die nächste Kategorie hüpfen und sag dir, wie bitte? Wir haben noch eine Frage, höre ich gerade aus unserer Regie, in unserem Chat. Wunderbar. Und die Frage ist? Die Frage ist, ob ihr nicht Angst hattet, euch einem so emotionalen Thema anzunehmen. Also meiner Meinung nach eine tolle Umsetzung. Bloß die Frage, kann man diesem Thema gerecht werden, beziehungsweise gab es da Ängste? Also ich glaube, dass wenn sich dem jemand annehmen kann, dann ist es Alex Feil am Ende des Tages als Regisseur. Glaube ich, weil er genau diese Nuancen kann einfach, ne? Das zeigt sein Reel und die Arbeit, die er am Ende hingelegt hat, auch. Natürlich wird sowas immer kontrovers diskutiert, wenn wir über das Thema Mauerfall reden, aber die Chance, auf den Zug aufzuspringen, muss man wahrnehmen und ich finde, Alex hat das ganz, ganz toll gemacht zusammen mit David. Ja, ich denke auch. Vielen, vielen Dank, Justin, dass du dir die Zeit genommen hast. Die goldene Kamera, hätte ich fast gesagt, die Klappe in Gold 2020 unter diesen trotzdem, glaube ich, legendären Gründen, Bedingungen abzusahen, wirst du so schnell nicht vergessen. Viele Grüße bitte an die Kolleginnen und Kollegen und an alle, die dazu beigetragen haben. Herzlichen Glückwunsch. Richtig aus. Vielen Dank, Sebastian. Bis bald. So, Justin hat es eben gerade auch gesagt, dass es ganz, ganz viel ausmacht, dass man authentisch unterwegs ist und dass man natürlich auch eine Art von ja, Typen kreiert. Und jetzt geht's weiter mit einer Kategorie, wo am Ende wirklich, glaube ich, alles mit dem Protagonisten steht und fällt. Wir kennen sie alle aus Jerks und dann kommt noch ein dritter Schauspieler dazu, der das Ganze absolut spitzenmäßig macht. Die Rede ist natürlich von, könnt ihr gleich mal drüber nachdenken, hier kommt der Trailer. Drei Trailer, weil dreimal Gold für drei unterschiedliche Kategorien. Wir reden von TV-Format, Online-Film und Use of Celebrity. Und ich habe es eben schon versucht zu erklären. Der Use of Celebrity hat in diesem Fall, glaube ich, maßgeblich dazu beigetragen. Denn mit Christian Ulmen und seinem Kompagnon aus Jerks
sind natürlich zwei Hauptdarsteller gefunden worden, die das Salz in der Suppe dieser Magenta-Produktion gewesen sind. On top die Kirsche kommt noch Frederick Lau und ich würde sagen, wir ziehen uns das jetzt einfach mal rein. Jeder dieser Filme, die es übrigens noch in der Long-Version gibt, ich hätte jetzt fast gesagt, sind ihr Geld wert, was auch immer sie wert sind, sie sind es wert. Nicht so toll. Hey, ich würde so gerne mit euch die Magenta-TV-Werbung machen. Darf ich nochmal vorsprechen? Sorry, Nee, das warum? Ist, Lass es uns probieren. Und bitte. Wenn ich überlege, wie viele geile Serien es gibt auf Netflix, wie viele Emotionen noch durch mich durchschießen werden. Und Netflix ist jetzt bei Magenta TV mit drin. Bist du verrückt? Und schön. Danke. Genial. Auf Magenta TV. Da ist alles dabei. Fernsehen, Streamingdienst, exklusive Serien und Filme in der Megazee. Danke aus. Echt gut, Frederik. Also, ich hab gleich gemerkt, da war irgendwie eine Verbindung zwischen uns. Nee, ich merke eher zwischen uns. Wenn du Lust hast, kommst du zu mir heute Abend. Wir gucken. Das ist eine Weihnachtsfeier von Magenta TV. Wo? Seid ihr nicht eingeladen oder was? Doch, ich bin ich auch. Wir gehen auf Anfang. Bitte. Magenta TV. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Magenta TV. Einfach eins für alles. Fernsehen, Serien und Filme in der Megathek sowie Streamingdienste. Friedrich. Ja, Friedrich. Hallo. Hey. Moin. Ich bin Frederik. Das ist Fari. Christian. Wir suchen einen dritten Mann für die Magenta TV-Kampagne. Wir schaffen das nicht mehr alleine. Magenta TV wird immer größer. Immer größer. Megathek immer ist auch noch schöner. Heftiger. Ja, suchen wir. Einen Assistenten. Nee, schon auf Augenhöhe. Wir suchen schon richtig. Bisschen unter der Augenhöhe, aber schon weit oben. Nee, schon richtig. Also, wir sollen drei ebenbürtige Partner werden in der Zukunft. Deswegen machen wir hier das Casting. Gebt ihr mir ein Bitte? Nee, du kannst einfach loslegen. Wir sagen in der Werbung immer Time Yourself. Ja, das sagen wir. Das sagen wir in der Werbung immer. Bitte. Okay. Direkt nach dem Bitte. Okay. Weil die Spots sind sehr kurz, sind immer nur so 30 Sekunden. Es kostet alles. Nach dem Bitte wartest und sind schon mal 8 Sekunden weg. Ah, okay, verstehe ich. Und dann kommt schon die nächste Werbung und dann hast du gar nicht erzählt, was du da verkaufen willst. Also das haben wir immer auch bedacht. Ja. Und bitte. Hallo, ich bin Frederik Lau und ich möchte euch jemanden vorstellen. Das ist Magenta TV. Das beste Fernsehen aller Zeiten. Für mich ist der Himmel da oben nicht blau. Er ist Magenta. Für mich ist die schwarze Acht nicht schwarz. Für mich ist sie Magenta. Die Megathek, die ist noch fetter geworden. Es gibt exklusive Inhalte von Serien. Von Shows, ARD und ZDF, die ganzen 40 Jahre. Godfather of Harlem. Die 10. Staffel von Walking Dead. Tatort. Polizeiruf 110. Alles immer abrufbar. Und das Beste ist, bei Magenta TV ist die Megathek immer dabei. Ja und? Ja, Moment kurz, müssen kurz... Das war gar nichts. Warum? Das war Lichtjahre weit weg von dem, was wir suchen. Das machen wir besser. Wie groß bist du? 1,78. Wenn du jetzt 1,50 gesagt hättest, hätten wir es auch geglaubt, weil du einfach sehr, sehr klein performt hast. Das wirkst noch kleiner. Ja, du performst dich nicht nach oben, sondern du performst dich nach unten. Du, dein Vortrag macht dich zu einem Zwerg. Wie so ein kleines, wie so ein Erdmännchen. Ein Erdmännchen. Ja. Wir sind so die, so die großen Glocken. Wir sind halt Glocken, ernsthafte Glocken. Wir sind richtig dicke Kirchenglocken. Und du bist so ein kleines Maiglöckchen zwischen uns. Das nimm's nicht persönlich. Nee. Es passt nicht. Es muss nicht passen. Du bist nicht Magenta TV. Frederik, vielen Dank. Danke. Gott, Sebastian, du bist dran. Du hast gesagt, ich soll die Klappe halten. So, Magenta TV, ohne Ende Gold abgeräumt. Ich glaube, mit Fari, mit Frederik und mit Christian Ulm hat man sich natürlich auch Menschen da ins Boot gesetzt. Da kann überhaupt nichts schief gehen. Das schmälert natürlich nicht die Leistung, vor allem von der Kreativagentur. Und ich hätte jetzt gerne im Zoom-Call einmal Dennis May von DDB und dann gerne Ada, oh Gott, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Sui Derhök von Subfilm. Herzlich willkommen und vor allem herzlichen Glückwunsch.
Guten Tag, hört man mich? Ja, einer ist schon mal da. Gerne ein bisschen lauter von meiner Seite aus hier. Du bist höchstwahrscheinlich Dennis. Und ja. Was soll ich jetzt sagen? Das war ganz, ganz großes Dennis, was ihr da produziert habt. Ja, danke. Noch nie gehört. Ich hab's fast befürchtet, Dennis. Ja. Wenigstens bist du ehrlich. Irre, oder? Mit den Jungs zusammenzudrehen und dann auch noch Frederik Lau? Ja, es ist einigermaßen hart, da beim Dreh die Drehs nicht zu versauen, indem man dann einfach in die Takes reinlacht, weil das ja alles improvisiert ist und dadurch man auch nie so richtig weiß, was passiert, wenn es losgeht. Wie viel Drehbuch ist denn jetzt am Ende noch übrig geblieben? Oder weil du gerade selber davon sprichst, dass dann sehr viel improvisiert wird, beziehungsweise diese Art von Schauspielern sind ja so hochprofessionell und talentiert, dass sie genau wissen, wo sie an eine Schraube drehen müssen, um es noch besser zu machen. Oder ist da viel von euch auch übrig geblieben? Da ist viel von uns übrig geblieben, in dem Sinne, dass wir uns die Grundgeschichten natürlich schon zusammen ausdenken und wissen, okay, pass auf, da ist, da findet ihr ihn doof, da gewinnt er dann die anderen und plötzlich seid ihr diejenigen, die um seine Gunst irgendwie kämpfen. Das heißt, die Geschichte war klar, aber das Glöckchen bimmeln und dass er sich auf 1,50 runterspielt und so, das sind alles Sachen, die entstehen dann in der Live-Improvisation. Wie ist das, wenn man jetzt mal Fari und Christian nimmt aus Jerks, weiß man ja, dass es trotzdem viele, viele Menschen in Deutschland gibt, die das nicht verstehen, dass das alles ironisch gemeint ist oder sarkastisch gemeint ist und dementsprechend gibt es auch mal Beschwerden. Passiert sowas auch bei einer Werbung wie jetzt für TV Magenta TV, dass der Zuschauer die Transferleistung nicht so ganz hinbekommt? Wenn es passiert ist, haben wir das zum Glück noch nicht zurückgespielt bekommen. Also es war schon zu Beginn, das ist ja die dritte quasi Fortsetzung der Kampagne, zu Beginn war es schon so, dass wir uns nicht ganz so sicher waren, wie das so ankommen würde und ob das dann vielleicht ein bisschen zu speziell ist. War es aber überhaupt nicht. Also die Reaktionen, die wir bekommen, sind alle durchweg positiv und alle freuen sich über die Unterhaltung, in die so ein bisschen Werbung eingebaut ist und die halt nicht reine Werbung ist. Und dreimal Gold ist natürlich am Ende des Tages nichts weiter als ein lupenreiner Goldregen. Ich habe es an alle Goldgewinner natürlich heute schon gefragt. Ich frage es dich aber in dem speziellen Fall auch nochmal, weil ihr habt natürlich mit absoluten Flaggschiffen gedreht. War es klar, dass da was bei rumkommt oder ist es trotzdem noch überraschend und eine absolute Bestätigung für euch? Es ist auf jeden Fall meine absolute Ehre. Ich glaube, dass das... also dadurch, dass wir es schon zweimal voll gemacht hatten und dadurch, dass dann Frederik dazugekommen ist, war der Optimismus sehr groß, dass da wieder was Tolles entsteht, dass das dann so toll wird und dass das dann so, dass das dann so schöne Filme werden, die dann auch noch so belohnt werden. Das hatte man nicht eingeplant. So, und jetzt ist auch Ada von Zugfilm endlich da. Ada, auch an dich, herzlichen Glückwunsch. Bist du dahin geschmolzen, als Frederik Lau angefangen hat zu sprechen? Warte. Hört ihr mich? Yes. Ja, ich kann dich hören. Hörst du uns auch? Ich höre euch jetzt auch. Natürlich bin ich dahin geschmolzen. Selbstverständlich. Herzlichen Glückwunsch. Das sind wirklich sensationelle Filme, die ihr da an den Start gebracht habt. Ich habe es gerade schon zu Dennis gesagt. Auf der einen Seite hat man natürlich dort absolute Champions League vor der Kamera. Aber das bedeutet ja nicht, dass es am Ende des Tages auch zum Gewinn reicht. Und jetzt ist es dreimal Gold geworden. Wahnsinn, oder? Super. Ada ist sprachlos. Ich bin auch sprachlos von deinem Studio-Hintergrund. Ist der mit Absicht Magenta? Das ist ja Wahnsinn. Ah. Ja, was denkst du denn? Also wir haben hier natürlich weder Kosten noch Mühen gescheut. Wir haben sogar als kleinen Witz den ganzen Kühlschrank voller Corona. Wird nur keiner trinken. So, also dreimal Gold für euch, für eure Magenta-TV-Kampagne. Die herzlichsten Glückwünsche hier aus unserer Hinterhofbude am Prenzlauer Berg. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen genießen. Wie bitte? Ja, kommt sofort. Und bevor ich euch in den Feierabend entlasse, kommt hier noch eine Frage. Victoria, schieß los. Wie geht man bei so einer viralen Kampagne mit Online-Trolls und den Meinungen im Internet um? Also im Prinzip, wie geht man mit Online-Kritik um? Im Generellen anscheinend. Ich glaube, das ist jetzt bei der Kampagne gar kein großer Unterschied zu den anderen Kampagnen, die wir mit der Telekom zusammen machen. Da ist immer eine große, also jede Telekom-Kampagne ist
über alle Medien hinweg wird die ausgerollt und somit wird die halt auch von Community Management und Co. Natürlich betreut. Und sobald Leute anfangen, wie soll man sagen, ihre Meinung, die vielleicht keine positive Meinung ist oder sowas zu sagen, wird sich um die gekümmert. Wenn es natürlich gegen Gesetz und sowas verstößt, wird dann da auch reagiert. Also das ist jetzt bei der Kampagne in keinster Weise größer oder wichtiger geworden als bei anderen. Insofern, ich sag mal, das, womit man eh leben muss, mit dem lebt man und darauf sind wir dann immer gut eingestellt. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Also, lieber Dennis, liebe Ada, habt noch einen schönen Abend. Herzlichen Glückwunsch zu eurem Hattrick und alles Gute. Danke. Ja, tschüss. So, ich glaube, wir sind am Ende des Tages doch unglaublich gut durchgekommen im Sinne von verhältnismäßig störungsfrei. Auch für uns, das darf ihr bitte nicht vergessen, ist es das erste Mal Corona. Wir haben es uns auch ein bisschen einfacher vorgestellt. Aber ich kriege jetzt hier gerade noch aus der Regie, weil wir ja natürlich live sind. Und bevor ich jetzt zum Ende komme, möchte ich etwas sagen, was man gerne mal vergisst, einfach weil man ein bisschen aufgeregt ist. Das geht heute, weil ich nicht direkt die Zuschauer vor mir habe. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die bei der Klappe 2020 sowohl im PR als auch im Werbebereich mit am Start gewesen sind. Mein besonderer Dank gilt da natürlich Katharina Stinnes und herzlichen Dank auch an Jörg Schultheiß und den Deutschen Marketingverband, dass ich ein weiteres Mal moderieren durfte und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Aber das sind selbstverständlich nicht alle. Guck mal, jetzt habe ich den Sperrbildschirm drin. Das sind beileibe natürlich nicht allen, bei denen ich mich noch bedanken möchte. Ich warte jetzt kurz aus der Regie, dass ich die Menschen bekomme, die ich nicht vergessen darf. Das sind natürlich alle Einreicher und den Sponsoren des Nachwuchswettbewerbs Kärcher, Toyota und Vodafone. Die Nachwuchsfilme, die werden erst noch gedreht. Wir wissen, gut Ding will Weile haben, das macht aber überhaupt nichts. Wundert euch nicht, dass ihr eure Preise noch nicht habt. Die stehen zum allergrößten Teil hier, zum anderen Teil hier unten. Die bekommt ihr selbstverständlich zugesandt. Alle Filme gibt es auf www.dieklappe.de anzugucken. Das lohnt sich wirklich. Da sind ein paar schöne Long-Versions mit dabei. Und da kann man sich nochmal abgucken, wo ihr hin wollt, wo andere herkommen, die heute hier gewonnen haben. Also, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Herzlichen Dank an Osmose für diese wunderbare, sehr, sehr schnell und sehr gut zusammengezimmerte Award-Verleihung. Und wir müssen mal gucken, was wir jetzt hier mit diesem Studio anfangen. Vielleicht machen wir auch den ADC oder irgendeine andere Geschichte. Man könnte ja auch mal die Cannes Lions nach Berlin holen, oder? Was soll das? Also, wir trinken Champagner, wir haben uns das alles verdient und alles Gute, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Auf bald, das war die Klappe 2020, PR und Werbung, 40 Jahre Geburtstag, 9. Geburtstag, macht in der Summe fast 50. Bis bald, tschüss. What's up everybody on the internet, how you feeling?